Wir schauen die Folge Nummer 11 vom Arctic Warrior. Da sind wir. Am Sonntag chillt. Am finalen Punkt. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Und ich glaube, das ist halt dann das Finale, ne? Die finale Nacht. Alle noch mal ein bisschen näher beieinander. Alle nebeneinander die Challenge. Aber man kann jetzt nicht wirklich gucken, was der andere macht, weil ihr seht, einen perfekten Blick hat man nicht bis nach hinten. Dass Stück für Stück die Teams abgeholt werden, wieder mit einem Skidoo, mit Schlitten, das Ledschitten drauf. Ja. Stimmt. Und dann auch geil, dass Sascha den Polizeipullover anhat, gell? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, woher er den hat, ob er am Dienstag irgendwann mal. Oder geil, dass er Polizeipullover anhat. Ich habe ihn dann von Weitem beobachtet, ich dachte, die kriegen erst Brillen auf, weil der Toni hat denen irgendwas gereicht. Ich so, nee, sieht nicht aus wie eine Brille, aber die haben sich so angezogen wie eine Brille. Und dann waren wir irgendwann dran. Da kam die Sledge vorgefahren, hier mit dem Toni und alles klar, hier über die Augen. Dann einmal hier vielleicht einhaken mit deinem linken Arm und versuch mal vorsichtig abzusteigen. Hier ist meine Hand noch. Man erkennt die einzelnen Teilnehmer gar nicht, wenn die noch eine Augenbinde anhaben, nee. Gell? Siehst du? Vorsicht, jetzt kommt der Schlitten. Genau. Und einmal bitte hier stehen bleiben. Mello, kannst du einmal runtersteigen? Herzlich willkommen zum Höllentag. Motto des Tages ist Fire and Ice. Ich bitte euch einmal, die Augenbrillen abzunehmen. Ihr habt im Laufe der Tage mit euren Challenges Punkte gesammelt. Ihr habt eventuell Minuspunkte erhalten durch eure Verpflegung, die Nutzung der Karte oder anderer Gegenstände, die wir euch mitgegeben haben. Hier habt ihr jetzt wieder die Chance, Punkte zu erwirtschaften. Einer von euch muss ins Eis, der andere muss das Feuer machen, mit dem der andere recovert mit eurem mitgebrachten Feuerholz. Wenn keiner ins Eis geht, seid ihr disqualifiziert. Wenn ihr das Feuer nicht schafft, mit eurem Feuerholz euch zu recovern, könnt ihr ein großes Feuer gehen, das von zwei Leuten betrieben wird. Aber das gibt euch null Punkte. Schafft ihr das auch nicht, steht für euch eine Sauna bereit, dann seid ihr aber auch disqualifiziert. Habt ihr Fragen? Müssen wir nur ins Eis und da nichts machen? Oder ist dazu kommt gleich der Alex. Habt ihr zur grundsätzlichen Challenge Fragen? Nö. Dann übergebe ich jetzt an den Alex, der euch in die Eis-Challenge einweist. Ja, willkommen, angehende Arctic Warrior. Wir haben euch ausgebildet im Feuermachen, im Icebreaking, wie ihr euch bei einer Notsituation zu verhalten habt. Jetzt wollen wir die Skills auch sehen, dass ihr den Titel auch verdient, Arctic Warrior. So, wird wie folgt ablaufen. Ihr entscheidet euch, wer ins Eis geht. Derjenige, der ins Eis geht, wird sich hier hinstellen und vorbereiten. Wie das aussieht, werde ich gleich sagen. Der Buddy, der das Feuer macht, wird die Ausrüstung aufnehmen. Die Pulka wird sich nach vorne begeben. Sich bereit machen. Sobald er bereit ist, wird sich der Mann, der ins Eis oder die Frau, die ins Eiseisen bricht, hier ausziehen. Das heißt, die Oberbekleidung, den Anzug ausziehen, die Stiefel ausziehen. Ja? Danach werde ich das Sicherungsseil umlegen und auf mein Kommando ins Eis rein, bis hier vorne gleiten, wieder auf das Fell stellen. Ihr bekommt von mir zwei Plastiktüten. Ey, was hattest du für eine Erwartung, wo du gemerkt hast, dass wir abgeholt werden? Die hatten ja kommuniziert am Telefon, haben die bei euch auch gesagt, Feuerholz müsst ihr sammeln und. Richtig. Wir hatten ja am Anfang verstanden, dort, wo wir hingebracht werden, beziehungsweise zu den Koordinaten, wo wir hingebracht werden, sollen wir Feuer machen. Deswegen haben wir das Loch ausgehoben, ich habe gespalten und habe das Feuer vorbereitet dann. Der Gedanke ging schon in die Richtung, aber weil so ein extremer Wind aufgezogen war, habe ich dann gedacht, dass irgendeine andere Ersatz-Challenge kommen könnte. Erahnt hatte das ja irgendwie jeder, dass irgendwas Großes noch kommen muss. Ja. Ne? Also vom Gefühl her, wir haben ja im Nachhinein haben wir uns ja auch besprochen, das hat jeder gesagt, also es war irgendwie zu erahnen, dass irgendwas Großes kommen muss. Geahnt hat das mit dem Eis irgendwie jeder, vor allem weil Sebo hatte ja uns begrüßt alle, jetzt wird's cool. Ja. Ne? Und da war ja irgendwie so ein kleines Wortspiel mit bei. Aber genau gewusst hat es natürlich keiner. Und man sieht ja jetzt auch bei Lolo,
dass der Gesichtsausdruck echt extrem gemischte Gefühle waren. Ja, normal. Ja? Also ich meine, in dem physischen Zustand, du kennst es selber, ja. Du hast keinen Bock auf kalt. Aber das Geile ist, Mello hat ihr so eine entspannte Sicherheit gegeben, dass sie, also wirklich, siehst du, der Gesichtsausdruck ist jetzt bei ihr noch total angespannt, ne? Aber der Mello steht da so, das ziehen wir jetzt so voll durch, ne? Auch so ganz entspanntes. Nö, keine Fragen. Ja, genau. Richtig geil. Unsere Bedenken waren halt in dem Moment, okay, krass. Wir haben ganz andere Sachen gedacht in dem Moment, okay. Aufgrund des Sturms, des Blizzards, der bevorsteht, das war ja schon 5 Tage bevor der Challenge, habe ich den Wetterbericht gecheckt, einmal morgen. Mhm. Und da stand ja schon drin, 5., 6. Tag, also unser 5. Tag wird dann sozusagen, beziehungsweise 4. Tag ist es. 4. Tag kommt ein Blizzard auf, krasse Wetterschwankungen und Sturmböen, 80 km/h, Gewittergeschwindigkeit. Mhm. Und da dachte ich schon, okay, die improvisieren jetzt, die holen uns jetzt raus aus dem Wald, wegen umstürzenden Bäumen und so. Ja. Tüten. Die zieht ihr über die Socken, dass die Stiefel nicht nass werden. In die Stiefel rein, den weißen Anzug schnappen, die Skistöcke und nach vorne rennen zum Buddy, der das Feuer hoffentlich dann schon anhat. Es bleiben hier 2 Skistöcke, der Rest wird vom Buddy mitgenommen. Okay? Fragen dazu? Keine. Ja, doch. Ja? Welche Materialien dürfen wir benutzen? Nur das Holz, was wir... Genau, um das Feuer zu starten, das Holz, das ihr mitgebracht habt, das Anzündmaterial, das hoffentlich vorbereitet und getrocknet ist. Mhm. Ja. Was wäre eine sinnvolle Sache, um seinen Buddy zu unterstützen, wenn er mit den nassen Klamotten nach vorne kommt? Ihr wurdet ausgebildet. Was kann er machen? Die trockenen Klamotten vom anderen sich erstmal im Schnee wälzen. Schnee wälzen, ja, genau. Nach vorne rennen nach und dann rennen. Vorne am Feuer die nasse Kleidung ablegen, den trockenen Anzug anziehen. Genau. Und um sich vom Wind zu schützen, was kann man da machen? Was habt ihr in eurer Ausrüstung dabei? Das Quinchi aufbauen, beziehungsweise das Tarp aufbauen. Ihr habt einen Biwaksack, ja, das geht schnell. In den Biwaksack reinsetzen, vom Wind schützen, die Öffnung vorne weit öffnen, zum Feuer hin, dass die Wärme in den Biwaksack strahlt. Und das Feuer natürlich schnellstmöglich entfachen und richtig zum Brennen bringen. Okay, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann diskutiert jetzt, wer ins Eis geht und teilt mir die Entscheidung mit. Dann geht's los. Ich würde ins Eis gehen. Bist du dir sicher? Ich bin mir schon sicher. Ganz sicher? Ja, bevor ich das Feuer nicht schnell genug angebekomme. Ja, das ist der Aspekt. Würde ich ins Eis gehen. Ansonsten. Aber ich traue Lolo zu, dass sie das Feuer anbekommt. Verglichen zu unserem Team oder zu deinem Team, glaube ich, wie wäre für dich Eisbad gewesen in dem Moment, beziehungsweise ins Eis gehen? Nicht schlimm. Für dich gibt es keine Einschränkungen diesbezüglich, gell? Nein. Okay, weil ich hätte gesagt, zum Beispiel, bei mir wäre es klüger gewesen, dass ich ins Eis gehe, weil Tatjana viel besser Feuer machen kann. Mhm. Aber ich glaube, bei Lolo und Melo wäre bei gleichermaßen möglich gewesen, dass beide Feuer machen in dem Moment. Glaube ich einfach, von den Fertigkeiten. Doch, Das friere ich halt ein bisschen im Schlafsack. Dann haben wir den Schlagzeug auch noch mit dabei. Dann machen wir das. Du kriegst das Feuer an. Okay. Hast du die letzten 2 Tage auch geschafft, oder nicht? Ja. Wir haben doch alles gesammelt. Dann machen wir das so. Weil dann habe ich ganz, ganz wenig an. Ja. Relativ wenig. Ja, dann bin ich halt mehr in Bewegung. Du musst nur den Schlafsack vorbereiten. Ja. Das Feuer, das kriegst du auf jeden Fall hin. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, krieg ich hin. Und wenn nicht, dann warte ich im Schlafsack, bis das Feuer sein. Ja. Okay. Boah, das ist so brutal. Brutales Team sind die beiden. Lolo, sobald du siehst, dass er sich auszieht, du siehst das an dem Fell unten. Alles klar, die Entscheidung ist gefallen. Du konntest das eben am Fell sehen, dass da der Wind halt schon echt nochmal eine Spur härter war. Ey, du weißt ja noch, wie wir auf diesem Schneemobil gefahren sind. Es war brutal, wie dieser Wind gezogen hat. Gefallen, aufsitzen. Gut, Mello, vorbereiten, Stöcke holen. Ja, natürlich habe ich Vertrauen in Lolo. Das macht die schon. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben alles dabei. Wir haben ein Notfallset genau für diese Situation. Falls wir tatsächlich auf dem Weg von A nach B irgendwo einbrechen sollten, sind wir immer in der Lage dazu, innerhalb von 5 Minuten ein Feuer zu machen. Alles andere lässt sich von außen sammeln. Wir haben unsere Rollen vorbereitet, also sprich Biwaksack, Schlafsack. Wir haben eine Isomatte. Wir sind mit einer Isomatte rausgegangen, nicht mit 2. Auch das hat uns bis jetzt gereicht. Wir haben immer noch die Rentierfelle dabei. Wir sind gut ausgerüstet und ausgestattet. Ich vertrage die Kälte besser wie sie. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eher ins Wasser zu gehen. Und sie macht das Feuer und das macht die grandios. Die Challenge startet jetzt! Ja, geil. Thank you.
Taktik! Feuer! Krass, Mann, brutal. So, geil. Perfekt. Geil. Yes. Oh, ich bin stolz auf mich. Weißt du, was richtig geil ist? Wir haben Feuer. Wir haben Feuer. Ja. Und es ist richtig schön warm. Du warst warm, es ist schön warm. Das ist sehr gut, dass die warme. Oh, mega. Okay, kannst du loslassen? Ein Stück noch geradeaus, hier stehen bleiben. Okay, dann Auge bitte abnehmen. Ich habe euch vorbereitet auf eine Notsituation. Was ist, wenn das Icebreaking stattfindet? Was für Maßnahmen ihr machen müsst? Es wird wie folgt ablaufen. Ihr entscheidet euch gleich, wer ins Eis geht. Ja, derjenige, der nicht ins Eis geht, wird rübergefahren. Ey, wir müssen nochmal thematisieren, ne? Wir sind ja 4 Tage ausgezehrt. Ich liebe kaltes Wasser, aber ich hatte jetzt nicht wirklich Bock. Also ich wäre ins Wasser natürlich gegangen für die Challenge, aber wäre ich jetzt im Urlaub und ich wäre 4 Tage so unterwegs gewesen, ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, ey, lass jetzt ein Eisbad machen. Der ein oder andere Körper. Einfach, wo der Körper sagt dir, ey, ich habe da keinen Bock drauf, hör auf damit. So, allein der Gedanke ist halt krass einfach. Ja. Und es ist halt jetzt riesig interessant zu sehen, was das mental mit den Leuten macht. Einmal, was sie kommunizieren, aber auch in ihrer Mimik und ihrer Körpersprache und natürlich die Kommunikation in den Teams. Mhm. Ein Schneeloch ist vorbereitet. Er bereitet alle Maßnahmen vor, indem er das Feuer vorbereitet. Startet das Feuer allerdings noch nicht. Ja? Das heißt, er wird den Biwaksack rausholen, den Schlafsack rausholen, das Feuer vorbereiten. Der Mann, der hier steht, wird dann auf mein Kommando die Oberbekleidung ablegen. Das heißt, den weißen Anzug plus die Stiefel. Sobald der Buddy, der vorne das Feuer macht, sieht, dass er die Jacke auszieht, kann er anfangen, das Feuer zu starten. Gut, dann diskutiert jetzt, wer ins Eis geht. Ja, und oder nehmt ihr die Challenge nicht an? Doch, wir machen das. Wir nehmen die an. Für mich ist ganz klar, wer ins Eis geht. Für mich ist das reingehen. Ganz klar, ich gehe rein. Lass mich weißt reingehen. Du warum? Warum? Weil du der Feuermaster bist. Das ist egal, das schaffst du. Du kriegst das an. Ich darf beim Feuermachen helfen, ja? Auch wenn ich friere, ja? Nein. Das kriegen wir zusammen. Du warst besser mit dem Feuer. Mach dir keinen Stress. Nein, ich kann mich nackt. Hat Yvonne Feuer gemacht gehabt? Also habt ihr das trainiert gehabt? Weil bei uns hat es Tatjana hauptsächlich gemacht. Ja, wir haben das geübt, aber sie hat die Geduld. Wir hatten ja immer irgendeine Aufgabe, ne? Ja. Wir mussten ja immer irgendwas machen. Und der Sebo nannte das immer die Transition von dem einen Anzündmaterial auf die nächste Stufe. Das saß halt nicht perfekt. Ja. Und da hatte sie halt wirklich die Sorge, dass er das Feuer nicht ankriegt. Ne? Dann plus Aufregung. Kann ich vollkommen verstehen. Plus Aufregung, plus Wind. Ne? Aber ich habe das Ganze ja schon mal, ist Jahre her, 2006, ne? Ich habe das Ganze schon mal gemacht mit reinhüpfen und mich selber recovern müssen und selber Feuer machen müssen. Ich hätte das in dem Fall genauso gemacht, wie ich es jetzt da gesagt habe. Jetzt spoilere ich nicht, sondern mach mal weiter. Ja. Dann kann ich auch mehr dazu sagen. Ja. Ausziehen, kann den Kram hinhängen, kann den Anzug wieder anziehen. Das alles geht. Ja, aber nein, ich gehe rein. Weil du machst besser Feuer. Du hast die ganzen Tage Feuer gemacht. Ja, aber wir kriegen das trotzdem hin, auch wenn ich reinspringe. Ich vertraue dir. Aber ich gehe rein. Hier, mach du das Feuer. Du hast es so toll gemacht. Dann gib mir noch ich das Handy. Ich vertraue dir. Gib mir noch das Handy, weil das ist nicht wasserdicht. Nee, der Anzug geht ja nicht rein. Ja, stimmt. Der geht nur in der... Also, Anzünder ich war schon wieder im vollen mehr, ne? Modus drin. Anzünder brauchst du nicht, ne? Nein, ich habe genügend... Du wolltest ganz reinspringen. Okay. Ich dachte das auch. Ich war schon wieder. Ja, okay. So, dann schnappst du dir bitte 2 Stöcke. Ja, die nimmst du von dem Schlitten runter und wartest dann hier, bis er in Position ist. Und dann gebe ich dir das Kommando, die Sachen abzulegen. Ja. Okay, denk dran, wenn du jetzt gleich reingehst, ne, reinspringen. Wir werden dann kein Frage-Antwort-Spiel machen. Einfach über die linke Schulter links rumdrehen und direkt rauskommen. Und dann denk dran, rauskommen, Stiefel anziehen.
kurz im Schnee wälzen, Anzug holen, Stöcke holen und dann auf schnellstem Weg zu deinem Buddy, okay? Ja, ich erinnere mich gerade an das Gefühl beim ersten Mal. Deswegen, das war auch erst so, oh, wieder das Loch, oh nein. Aber ich freue mich ja auf so Herausforderungen, ne? Das klingt total absurd, aber irgendwie freue ich mich auf sowas. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich alle noch an ihr Gesicht beim ersten Mal reinspringen erinnern, ne? Sie mag zwar Kälte allgemein nicht, aber Eisbaden macht ihr anscheinend tatsächlich echt nichts aus. Ja, weil beim ersten Mal, wo sie reingesprungen ist, ja, ne, die hat ja gelächelt und die hat auch nicht, keine Schnappatmung gekriegt. Nee, man hat auch gesehen in manchen Reisevlogs von ihr, die hat das schon öfter gemacht. Also deswegen, die hat das schon auch Knappen mitgehabt. Es ging ihr wirklich darum, dass sie Angst hatte, dass sie das Feuer nicht anbekommt. Mhm. Und nicht, also das Feuer sollte ja stabil brennen. Es ging ja nicht darum, dass du das Feuer ankriegst, sondern das muss stabil brennen. Mhm. Und du sollst ja die Klamotten da dran warm kriegen. Ja, natürlich. Und das war ihre Sorge. Und im Nachhinein hat sie das genau richtig entschieden fürs Team. Also ja, das definitiv. Was? Richtig krank. Dann legen wir los. Okay. Guck! Ja, die bockt es gar nicht. Vollkommen entspannt. Sie bockt es gar vollkommen nicht. Vollkommen entspannt. Ne? Also die hat da körperlich keine Probleme mit. Nee. Ne? Und die ist auch körperlich fit. Ja, ja. Warum ich rein wollte, war aber, sie hatte zum Ende hin eine schwere Erkältung entwickelt und ich hatte Sorge, weil sie ja... Sie hatte das schon mitgebracht, aber glaube ich, gell? Sie hatte eine ganz leichte Erkältung, weil sie gesagt hatte, dass sie sich nicht so gut gefühlt hatte. Und dann hat sie hier und da mit Husten angefangen und wir haben ja in einer Serie, also in einer Folge haben wir ja auch gesehen, dass sie gesagt hat, dass sie morgens Schleim entwickelt hat und mir ging es halt drum. Ich habe mich bis auf die Probleme mit meiner Chemotherapie, das hat nicht so gut funktioniert. Da haben mir ein bisschen die Gelenke wehgetan und ich hatte mich eigentlich fast schon darauf gefreut, in Anführungsstrichen, weil kaltes Wasser diese Entzündungswerte dann bei mir extrem schnell nach unten setzt. Ja, ja. Das hätte mir wahrscheinlich sogar gut getan, aber sei es drum, Schwall-Schwall-Gummiball, die Entscheidung von ihr war genau die richtige, ne? Weil sie hat das super gemacht mit dem Rhein. Okay. So, komm. Runter. So, jetzt rein in die Stiefel. Stell dich aufs Fell. André, kannst du dich sicherstellen? Okay. Rein mit dir. Ja. Wie geht's dir? Gut. Wie sehen deine Füße aus? Hast du schon mal geguckt? Gut, die sollten auch gut sein. Ich spring aus, ne? Oder? Bitte. Du. Erst noch ausspringen, ne? Ich würd jetzt einfach rein in den Restbach. Ich leg das da hin. Ja, du gehst da jetzt rein. Okay. Und du fühlst dich wohl. Augenbinde bleibt an. Ihr bleibt sitzen, ich hole euch eine nach dem anderen runter, okay? Wir fangen mit dir an. Hier stehen bleiben. Aufstehen. Okay, Augenbinde abnehmen. Oh, ich wusste es. Augenbinden zu mir. Dann diskutiert jetzt aus, wer ins Eiswasser geht. Okay, das Thema hatten wir vorhin ja schon. Dann gehe ich ins Eiswasser. Ich mach's Feuer. Ja. Okay. Gut. Also, Alex, in den 4 Tagen einfach um 10 Jahre gealtert. Ja, ja. Ist krass. Aber die werden jetzt durch Kälte wieder plattgebügelt sein. Ickzorn von den Gummibärchen. Auf Gummibären gibt es auch hier den Graf Ickzorn oder so ähnlich, wie sie ihn getauft haben. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Krass. Ja. Jetzt weiß ich. Mit der Haknase. Ja, ich glaube, der hat so und der hat auch so ein Schnurriss. Und der ist so ein alter Ritter auf einer. Der jagt die Gummibärchen immer all, ne? Okay, nehmt ihr die Challenge an? Wir nehmen die Challenge an. Gut, dann jetzt Stöcke holen. Und du fährst rüber und bereitest das Feuer vor. Auf geht's. Okay, also es geht los, sobald ich meine Jacke auf habe. Oder wie? Sobald du die Jacke ausziehst, kann er das Feuer starten. Wir warten jetzt noch kurz, bis er vorne ist. Mhm. Sobald er in Position ist,
gebe ich dir ein Zeichen, dann kannst du deine Jacke ausziehen, dann sollte es schnell gehen. Bereitest deine Stiefel so vor, dass die Tüte schon in den Stiefeln ist, dass wenn du rauskommst, nur reinschlüpfen musst. Darauf habe ich mich lange vorbereitet, aber nicht unter solchen Umständen. Sagt er, hat er sich vorbereitet. Ah. Blutzucker ist natürlich im Keller. Man ist entkräftet, weil ich habe die letzten Tage gar nichts gegessen. Hab versucht, das alles irgendwie zurückzuhalten, einzustecken. Also ganz kurz, der Blutzucker ist eigentlich komplett stabil, wenn du gar nichts isst. Mhm. Der ist komplett stabil, aber dein Glykogen ist komplett leer in dem Moment. Das heißt, dass du einen Zuckerabfall bekommst, ist eigentlich fast nicht möglich. Dein Körper fährt halt alles so weit runter und macht wirklich nur noch das, was unbedingt notwendig ist, um neue Nahrung zu beschaffen. Das heißt, die Sinne zu schärfen, aber das geht dann auch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt weg. Wir mussten so viele Punkte safen, wie es nur ging. Da wir, glaube ich, die erste Challenge verkackt haben, wahrscheinlich auch die zweite. Deswegen müssen wir jetzt alles geben. Ja. Bist bis hier gekommen, das ziehst du jetzt auch noch durch. Geil. Bleib ja, Mann. Von Alex. Ja, genau. Mann. Ja, Mann. Glaubst du, er schafft das nicht? Glaubst du an deinen Partner? Ich glaube an meinen Partner. Der hat die letzten Tage sich um das Feuer kümmern müssen. Er kann das. Der bereitet mir, legt mir jetzt das schönste Lager aus. Okay, fertig? Ja, es geht los. Dann kannst du dich vorbereiten. Hier sind deine zwei Mülltüten. Buschwerker, du kannst anfangen! Jetzt geht's los. Der Buschwerker kann starten. Okay, dann loslegen. Alter, das ist eine Maschine. Und rein. Jedes Mal da. Unglaublich. Über die linke Schulter drehen. Beim Wie rauskommen. Ein Model sieht er aus. Das ist unglaublich. Perfekt. Gut, komm, stell dich aufs Feld. Und raus und anfangen zu arbeiten. Komm, 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 komm. Nee, Stiefel anziehen. Schlupf da rein. Los, anfangen zu arbeiten, zügig. So, auf geht's, zurück. Kleidung schnappen und schnellstmöglich zurück zum Buddy. Auf geht's. Hallo? Plan. Okay, Füße nach links. Ich hab dich einfach mir folgen. Ich hab dich, keine Angst. Ich führe dich. Augenbinde abnehmen. Was sieht man da? Mich übergeben. Ganz kurz. Na, da sieht dein Auge noch relativ normal aus. Ja. Ich spoilere jetzt nicht. Wir sagen das später, wenn die Drehung draußen waren. Ja. Mit zu behalten, mit Augenbinde zu mir. So, dann willkommen. Flo sieht einfach ganz normal aus, oder? So wie der gekommen ist, der kein Meter kaputt, gar nichts. Mit dem habe ich telefoniert gehabt vor 2 Tagen. Ne? Mhm. Ich kann da auch nichts spoilern. Der ist ja auch für ein krasses anderes Format. Okay. Ja, aber da kommt was richtig Krasses bei ihm, auf jeden Fall. Gehende Arctic Warrior, willkommen zur Challenge Fire and Ice. Ja, ihr konntet die letzten Tage, wo ihr draußen wart, Punkte sammeln bei den Challenges, aber auch Punkte verlieren, indem ihr eure Essensrationen aufgerissen habt. Ja, jetzt könnt ihr hier wieder Punkte sammeln bei dieser Challenge. Ja, die Challenge wird sein, einer von euch, das diskutiert ihr gleich aus, ja, wird ins Eiswasser gehen. Der zweite Mann wird nach vorne gebracht und wird vorbereiten ein Feuer. Ja, also ihr wurdet die letzten Tage gut ausgebildet, habt Skills verbessert draußen. Jetzt wollen wir natürlich gewisse Fähigkeiten sehen. Feuer machen und in der Notsituation richtig zu arbeiten. Also diskutiert jetzt aus, wer ins Eiswasser geht. Hier rein. Ja, ich gehe rein. Ich gehe rein. Du bist fit mit dem Feuer. Ich gehe rein. Okay. Ja. Okay, wer geht rein? Jetzt muss er wirklich sagen, dass Silent Outdoor das brutal war mit dem Feuer war. Ja, das war aber genau dieselbe Entscheidung, wie es bei uns halt war. Ne? Ja. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Ja. Schein hat keine Sekunde überlegt. Ja. Ne? Nee, nee. War bei uns genau das Gleiche und da sieht man, wiederholt sich das. Rein, nehmt ihr die Challenge an? Ja, wir nehmen die Challenge an. Gut. Jetzt
fühlst du dich in der Lage? Das gut zu überstehen? Keine Ahnung, ich bin unzurechnungsfähig. Ich habe 3 Stunden geschlafen jeden Tag und nichts gegessen. Nee, wird schon. Alles gut. Nichts Wildes. Hast 3 Tage geschafft, dann schaffst du es auch noch. Ja, ja. Hast du damit gerechnet? Okay, go! Und los geht's, Arbeit. Und los. So, auf geht's in den Schnee. Schneewälzen. Wie das da zieht, gell? Okay, sitzen bleiben, Augenbinden bleiben an. Nach rechts drehen. Stay, stay, no. Don't move. Hast du das Englisch vom Hier stehen bleiben. Mitgegeben? Okay, go legs to the right. Geil. Step forward, stand up. Ganz kurz und knapp. Englisch for runaway. Nein, das Englisch war gut. Es ist halt nur so okay, ganz knapp. Prägnant, ganz fertig. Kurz gehalten. Oh, willkommen zu mir. Willkommen zur Challenge Fire and Ice. Ja. Ihr konntet die letzten Tage, sage ich mal, Punkte sammeln, indem ihr die Challenges gewinnt. Oder Punkte verlieren, wenn ihr die Essensration angerührt habt. Ja. Hier könnt ihr wieder Punkte gewinnen. Rechts neben eurem Biwakbereich wird ein Feuer brennen, das sehr groß ist. Ja. Wenn ihr an dieses Feuer geht, werdet ihr 0 Punkte bekommen. Ja, dann brauchen wir schon nicht reinspringen. Wenn ihr in die Sauna gehen solltet, die vorbereitet ist, seid ihr disqualifiziert. Oh. Springt ihr nicht ins Eis, geil, Mann. Seid ihr eine harte Person. Aber du siehst ja, dass Hauke das jetzt mit Humor nimmt, ne? Der Hauke also ist schon untot, Mann. Ich hab den. Der war am, am Freitag war ich mit dem Essen. Ja. Und Hauke hat halt einfach. Hauke ist übrigens Mittwoch, also übermorgen. Schauen wir zusammen Folge 12 an. Also ich konnte dieses äußerst scheue dazu bringen, dass er in den Stream geht. Oh. Und er kommt, ja. Und er hab kommt. Das war Stream doch kein Irre. Also ist, nein. Irgendwo habe ich schon gesehen. Der kommt. Sehr geil. Der kommt. Und ich freue mich mega. Das wird übertrieben lustig. Disqualifiziert. Ja. Okay? Einer von euch, das diskutiert ihr jetzt gleich aus, wer ins Eiswasser geht. Auf die Diskussion der bin ich zweite gespannt. Bei Jared. Wird nach vorne gefahren, dort ist ein Loch vorbereitet und bereitet mit seiner Ausrüstung das Feuer vor. Jetzt könnt ihr ausdiskutieren. Jetzt könnt ihr ausdiskutieren. Haben wir schon. Okay. Nehmt ihr die Challenge an? Wenn du das nicht angehst, klar. Ja. Okay. Geht mir nicht auf den Sack, mir ist schon kalt, ey. Die Frozen. Nach vorne fahren. So geil. Alles vorbereiten, Schlafsack, Biwaksack, Feuer. Sobald er die Jacke auszieht, kannst du das Feuer starten. Okay. Okay? Ja. Gut, ihr habt ein Heatpack dabei, nutzt es. Ja, ihr wurdet ausgebildet, ihr wisst, was ihr machen müsst. Also. Ja, aber Heatpack dürfen wir nicht benutzen. Doch, dürft ihr benutzen. Nein, dürft ihr benutzen. Bei dieser Challenge dürft ihr das Heatpack benutzen. Heatpack. Okay. Okay. Wir müssen kurz Pause machen, weil Otto ruft jetzt an. So, jetzt schnell weiter gucken, sonst jetzt sind wir hier also, vor 24 Uhr nicht fertig. Wer den Titel Arctic Warrior tragen will, muss hier rein. Muss hier auf rein. Geht's. Der muss hier rein. Dann nach vorne fahren. Du bleibst hier, Hauke, du nimmst dir nur 2 Paar Stöcke runter. Ist hier keine so, komm, zügig, Beeilung. Oh. Wir wollen hier nicht festfrieren. Ganz kurz, der ist lustig. Das Leben ist wie Durchfall, ist scheiße, aber es läuft. Ah, gemerkt, okay. Abgespeichert. Ja, Mann, geil. Attacke, los! Kaffee und Kuchen gibt's später. Zum Ablauf. Stöcke werden hier hingestellt. Jared fährt zur Minibar. Der Anzug und die Schuhe werden abgelegt. Du bekommst von mir 2 Mülltüten.
kannst du die Schuhe vorbereiten, dass du nicht mit den nassen Socken rein musst. Was auf jeden Fall anbleibt, sind die Handschuhe. Was du noch ausziehst, lange Unterhose, T-Shirt, Mütze, ist dir überlassen. Ganz kurz, Tom, ich möchte ganz kurz thematisieren. Was hättest du gemacht, wenn du reingegangen wärst? Wärst du oben ohne reingegangen, so wie zum Beispiel Alex? Hättest du die Boxershorts nur angelassen? Hättest du die lange Unterhose angelassen? Was wäre deine Taktik gewesen? Also meine Taktik ist es bei sowas natürlich so dünn wie möglich reinzugehen, ja, weil es eine künstliche Situation ist. Aber das kann ich nicht machen, weil ich bin am Oberkörper zugehackt wie eine Litfaßsäule und okay, man hätte dann zu viel blurren müssen, weil meine Tätowierungen sind halt... Okay, verstehe. Erkennst mich sofort wieder, ja? Ja. Das wäre dann halt nicht gegangen. Deswegen hätte ich das T-Shirt. Wir hatten ja zwei Oberteile, ja, ein genau, langes und ein kurzes. Genau, und ich bin ein eigenes T-Shirt immer, und dann das aus dieser Wolle. Genau. Aus dieser speziellen Wolle. Ich bin ja eh immer nur mit T-Shirt gelaufen. Ich habe ja nur zum Schlafen das Langärmliche angezogen. Ja. Also wäre ich da jetzt mit dem T-Shirt reingehupft. Ne? Also unter dem T-Shirt siehst du halt nichts, weil die Tätowierungen hören genau da auf. Ja. Aber das erkennst du sofort. Ja, ja, klar, Logo. Ne? Deswegen hätte ich das nicht machen können. Also so wie Hauke wäre ich rein. Hauke ist auch mit ganzem Kopf reingegangen, hat auch gerade jemand geschrieben. Ja, ja. Das kostet auch nochmal Zusatzenergie, ja, ne, wenn dein Kopf auskühlt. Kann aber passieren, ne? Ja. Kann dir passieren. Fällt dir, gell? Ja. Okay, Hauke, ab ans große Feuer. Du hast keinen Windschutz gehabt, geh rüber. Geh rüber, bitte. Hauke ist komplett jenseits von gut und böse. Er will einfach weiter Feuer machen. Ja. Keine Diskussion, wir mögen, dass das nächste Team kommt. Sorry, der good Wind? Job. But, ja. Eine Frage. Das kann man so nicht darstellen, ne? Nein, der Wind, das ist versteht ja doch gar keiner, wenn du nicht dort gewesen bist. Von Minute zu Minute stärker geworden und Sebo ging es halt permanent um die Sicherheit. Und hätte der, ich will es jetzt nicht spoilern, man sieht das gleich nochmal im Bild, glaube ich. Go to the big fire, bring your camera to the big fire as soon as possible. Das wird jetzt gerade zu krass, ne? Ja, jetzt sieht man es, was abgeht. Ja. Also ich weiß noch, als wir ankamen, war es schon sehr windig. Hm. Okay, ihr bleibt erstmal so sitzen, Augenbinde bleibt an. Einfach weiter, weiter, weiter. Fuß hoch, Stück, Fuß hoch, Fuß hoch. Ja, hinstellen. Genau, stehen bleiben. Okay, hier hinstellen, stehen bleiben. Okay, ihr könnt die Augenbinde abnehmen. Ich werde es kommen. Jawohl, siehst du, ich habe schon prophezeit. Ja. Solltet ihr euch entscheiden, nicht ins Eis zu gehen, seid ihr disqualifiziert. Okay. Wenn einer ins Eis geht, wird der Buddy nach vorne geschickt. Dort ist ein Loch vorbereitet. Ja, wird sich vorbereiten, ein Feuer zu starten, die Notausrüstung einzusetzen, das heißt Biwaksack, Schlafsack und das Heatpack. Das Heatpack könnt ihr nutzen. Ja. Ja? Solltet ihr an eurem Feuer, das ihr selbst macht, nicht recovern können, ist im rechten Bereich ein großes Feuer aufgebaut. Ein Wenn Abo. Ihr an dieses Feuer geht, ja, danke euch, werdet ihr 0 Punkte bekommen. Ein Abo. Also,
Geht ihr nicht ins Wasser, disqualifiziert. Disqualifikation, geht ihr in die Sauna, disqualifiziert. Ja. Geht einer ins Wasser und der Buddy startet das Feuer und ihr recovert an eurem selbst angezündeten Feuer, 4 Punkte. Okay. Entscheidet ihr euch, an das große Feuer zu gehen, das vorbereitet ist, 0 Punkte. Kriegt ihr 0 Punkte. Okay, gut. Und in der Sauna Disqualifikation. Okay, gut. Gut. Ich erkläre euch dann gleich den Ablauf, wenn ihr ausdiskutiert habt, wer ins Wasser geht. Diskutiert das jetzt. Ich will gewiss nicht, wer ins Wasser geht. Ich hätte ja schon gesagt, gell? Ich muss eine Sache kurz abchecken vorher. Kannst du erst. Was soll ich damit machen? Schau mal meine Finger. Wir glauben, dass er sich verbrannt hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nur. Okay, ich will nur fragen. Vorher. Ich mach so oder so. Weil er hat gestern die Kanne angegriffen mit den Arbeitshandschuhen und jetzt sind wir uns nicht ganz sicher. Gefühl hast du? Also, ich habe nicht so ein gutes Sieht Gefühl, weil es ist halt prall. Ja. Weil ganz gut. Ich hatte mich einmal verbrannt, aber es war halt einfach zu eindeutig, weil es zu wachsig war. Ja. Und ich hatte mehrere Diskussionen mit Tatjana, ob wir das kommunizieren oder nicht. Und sie hat gesagt, ey, du musst es kommunizieren. Und du warst, glaube ich, sogar entweder druckempfindlich oder ich keine Ahnung. Es war wie Wasser, es war so prall. Du hast die Hand eben einmal so zurückgezogen. Nee, es hat nicht wehgetan, es war einfach ultra prall. Es war so, als ob du 40 Lagen Tape drum hast. Und es war halt einfach, ja, es war halt nicht so vom Gefühl her, wie es sonst ist. Die ist bis zum Handgelenk blau. Und die ist bis zum Handgelenk, war die blau, die Hand einfach. Ja, und ihr seht es ja in dem Vlog, den wir uns gleich anschauen bezüglich der Hand. Ja, es war halt einfach. Wir schauen jetzt mal weiter. Weil Wasser drin ist. Oder weil ich weiß es nicht, was es ist. Sie ist halt größer. Ja, sieht nicht gut aus. Einfach größer, oder? Die Finger sehen gerade nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wenn der jetzt noch ins Wasser geht. Aber das ist schon viel zu spät, ne? Sebo, auf keinen Fall. Also entweder Tatjana rein, aber er geht nicht ins Wasser. Nee? Guck dir die Hand an, nein. Auf gar keinen Fall. Nee? Und Hände draußen lassen einfach? Alter, nein. Stefan. Das ist schon viel zu spät. Das ist viel zu spät, ja. Das. Du hättest mit der Hand kein Feuer. Nein, kein Feuer. Echt jetzt? Stefan, ich nehme dich aus dem Arctic Warrior raus. Echt? Nicht mit den Händen. Okay. Auch am Feuer, auf gar keinen Fall. Wir nehmen dich raus, du gehst sofort rein ins Warme. Ich will nicht schultern, das ist auch deine Arbeit. Ich weiß, klar. Wir gehen kein Risiko ein. Die Fingerkuppen sind schon angelaufen, weiß. Mhm. Du kannst gar kein Gefühl mehr da drin haben. Nee, nicht mehr viel. Und es geht immer weiter. Selbst wenn er es jetzt einmal aufwärmt und es direkt wieder unterkühlt wird. Ja, das ist das. Geht es immer weiter und wird immer schlimmer. Es ist unterblut und nicht mehr durchblutet. Das Gewebe stirbt ab. Und ich zerstöre die Fähigkeit für den Stefan, die Finger dann vorne zu benutzen. Und da ist das Risiko zu groß. Okay. Für dich ist der Arctic Warrior jetzt leider geendet, Stefan. Tut mir leid, aber Scheiße. Kleine Fehler machen wir es aus. Komm, jetzt bringe ich dich weg von der Kälte. Wir gehen ganz kurz drauf ein. Wurde die Entscheidung wirklich so schnell getroffen, wie es im Video rüberkommt? Ja, und es war genau richtig. Weil, ey, du hast kein rationales Einschätzungsvermögen mehr. Nein. Du hast diesen Willen, dass du das durchziehst. Du hast dich getriggert im Kopf und programmiert, dass du einfach durchziehst die ganze Zeit. Und ja, du denkst die ganze Zeit, okay, ich habe das jetzt alles geschafft. Und es sind ja nur noch 24 Stunden. Und das ziehe ich jetzt auch noch durch. Das hält der Körper aus. Aber da hat Sebo zu 100% die richtige Entscheidung getroffen. Und Alex hatte eigentlich schon die richtige Entscheidung gehabt. Hat aber natürlich die Kommunikation mit Sebo gesucht und sich rückversichert in dem Moment. Aber für Alex war auch schon festgestanden, du kannst ja ganz kurz erklären, was der für eine Reputation hat. Es kennt sich gar nicht keiner so krass aus. Survival-Ausbilder. Ja, das ist zurzeit der bestausgebildete Survival-Ausbilder der Bundeswehr und auch Soldat. Der hat Lehrgänge. Das ist Wahnsinn. Und der weiß, also der hat das schon richtig eingeschätzt vom ersten Definitiv, Moment. Definitiv, 100%. Wenn er die Leitung, also er ist ja an Position 2, Sebo war ja der Leitende. Und wenn er die Leitung gehabt hätte, hätte er dich auch sofort rausgenommen. Aber er hat halt trotzdem Sebo mit einbezogen, weil sich's halt so gehört. Ne? Aber er hat die Entscheidung auch im Kopf schon. Hätte Sebo jetzt gesagt, ist okay, deine Finger sind gut, ich wäre reingegangen, 100%. Ich hätte halt versucht, meine Hände auf jeden Fall draußen zu halten und das so schnell wie möglich durchzuziehen. Ja. Weil ich wäre mir nicht sicher gewesen, ob ich für Tatjana das Feuer angekriegt hätte in dem Moment. Ich bin mir nicht sicher. Also, ja, ich glaube, die sind dann auch schon nicht mehr so Gefühl beweglich. Gefühl einmal plus das die waren Feuer. Nicht mehr so beweglich, ne? Nee, sie waren so wachsig einfach. Und die
sind ja immer noch wachsig. Ja. Also sie funktionieren ja wieder, aber sie waren so wachsig. Ihr seht es auch in dem Vlog. Es hat wirklich lange gedauert. 3 Wochen, bis sie sich geschält, 2,5 Wochen, bis sie sich geschält haben. Ich konnte die wie eine Banane schälen einfach. Mhm. Und dann war junge Haut darunter sozusagen, die wieder recovered ist. Mhm. Aber wir gehen da gleich in der Vlog-Thematik drauf ein. Okay, sitzen bleiben, Augenbinden bleiben an. Aufstehen. Ich führe dich. Anheben, nach links. Ja, genau. Hinstellen. Mit dem einen nur, ja, oder? Ne, rechter Fuß nachziehen, stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Okay. Ich hab dich, ich hab dich. Okay. Kurz den Fuß anheben, den linken. Einen Schritt nach vorne, genau. Ja, rechter Fuß nach. Hinstellen. Stehen bleiben. Okay, Augenbinden ab und die Augenbinden zu mir. Es war mir so klar. Mütze könnt ihr behalten. Augenbinde. Die Mütze könnt ihr behalten. So. Das ist da endet, wo es angefangen hat. Boah, bei dem Wind kein Geschenk. Gut, angehende Arctic Warrior. Zuhören. Ich jetzt. Will jetzt rein, lauf hoch. Nein, einfach zuhören. Also, willkommen zur Challenge Fire and Ice. Ja? Ihr konntet die letzten 3 Tage Punkte sammeln, indem ihr die Challenges gewinnt. Ja. Ihr konntet aber auch Punkte verlieren, indem ihr eure Nahrungspakete aufmacht. Ja? Hier bei der Challenge könnt ihr wieder Punkte gewinnen. Schaut mich an und nicht da hinten hin. Fragen zum Ablauf. Also, nicht ins Wasser, Disqualifikation. In die Sauna, Disqualifikation. Gehe ich ins Wasser, recover mit meinem Buddy am eigenen Feuer, 4 Punkte. Gehe ich an das vorbereitete Feuer, 0 Punkte. Frage, hat Tatjana Ärger bekommen, weil sie nicht rechtzeitig reagiert hat? Nein. Habe ich auch die ganze Zeit kommuniziert gehabt, in die Kamera immer wieder reingesagt, ey, Tatjana hat mich darauf hingewiesen. Ich habe sozusagen gesagt, ey, warte, mit dem Knie kein Problem. Mit dem Knie hat ja auch gar niemand einen Vorwurf gemacht. Und bezüglich der Hand wurde es ja, wie gesagt, dann kommuniziert. Und es hat dazu geführt, dass wir, ja, dass der Abbruch für uns stattgefunden hat. Wir müssen auch nochmal, glaube ich, darauf eingehen. Wenn Tatjana jetzt ausgeschieden wäre, hätte ich ja einen neuen Profi bekommen in dem Moment. Leider war es für die Profis nicht möglich, dass wenn der Buddy sozusagen nicht durchgebracht wird in dem Fall, genau, dass du dann sozusagen selbst mit ausschaltest. Also das waren die Regeln. Ja, genau, richtig, richtig. Oder eventuell, wenn es jetzt nur noch, also Sebo hatte ja auch mal in Erwägung gezogen, wenn der Promi kräftig genug ist, also fit genug ist und es ist nur noch ein Teil-Challenge kurz vorm Ende, ob er es nicht sogar alleine durchziehen kann. Ja, genau. Aber dir war bewusst, dass so ein Kühlbrand nachwirkt, also man meist unterschätzt, wie weit es schon ist. Hattest du keine Angst um deine Finger? Die Sache ist die, ich hatte schon Erfrierungen mal an den Füßen. Mir ist die Thematik bekannt und wir sind ja perfekt vorher aufgeklärt worden, nochmal ins Gedächtnis gerufen worden durch den Mike, was für Erfrierungen es gibt. Uns wurden auch Bilder gezeigt. Ja. Richtig fiese, damit wir auch verstehen, was es für Folgen hat. Für diejenigen, die gar nicht affin sind mit der Thematik, damit die einfach verstehen, ey, hier Schreckmoment, das sah wirklich aus wie auf, also richtig schwarz. Wie auf der Zigarettenpackung, wenn du Raucherbein oder irgendwas hast. Also bis aufs letzte Fingerglied, da ist auch nichts von übrig geblieben bei der Amputation. Chat, kein Feuer machen. Aber ich möchte dich auch nicht ins Wasser sprengen lassen. Ja. Das ist zwar schon schwierig. Ich hätte die letzten Tage Feuer machen sollen. Naja, aber wie schwer ist es mit dem Feuerstahl? Vergiss es, du kriegst kein Feuer jetzt. Und nicht bei dem Wind. Mit dem, also, das wird kein Feuer brennen. Die Challenge ist beendet, wenn ich. Wann also, würde es auch funktionieren. 0 Punkte ist besser als ausgeschieden. Ich hüpf rein, gehe in das große Feuer, weil Sauna ist ausgeschieden, richtig? Dann bleibt er trocken. Ich gehe rein und wir gehen ans große Feuer. Du. Und jetzt kriegen sie ja 2 Punkte, weil sie haben es ja geändert wegen den Windbedingungen, weil was ja fair ist. Was vorhin schon mal im Blauen unten geschrieben wurde. Ja, richtig. Bereit ist da Heatpack und alles vor. Gibt halt 0 Punkte. Du kriegst kein Feuer an, vergiss es. Also ich würde mir sagen, ich wäre wahrscheinlich einer der wenigen, der das Feuer ankriegt, aber es wird auch für mich verdammt schwer. Schaffst du nicht. Noch nie gemacht, da mit Feuerstahl und allem. Also um den Druck zu erhöhen, bis jetzt haben alle Teams durchgezogen. Und alle haben das Feuer an. Und haben sich selber recovered. Eins muss ich beim Recovern dann ans große Feuer setzen. Ja, aber er kriegt ja kein Feuer an. Er hat nur nicht einmal einen Feuerstahl benutzt, Sebo. Ach so. Wie soll ich mir jetzt bei dem Wind dann Feuer machen lassen? Andersrum, ich mache das Feuer an, ich will ihn nicht ins Wasser schicken. Ich weiß, ich krieg Feuer an. Ich muss ins Wasser. Was schätzt du, wie lange es alles dauert? Ich habe die Heatpacks. Ich habe ja keine Heatpacks dürft ihr nutzen. Heatpacks dürft ihr danach nutzen. Also an der kleinen Feuerstelle Schlafsack, Biwasack und Heatpack. Okay. Das dürft ihr nutzen. Und ich darf das Feuer dann anmachen, wenn sobald er die Jacke auszieht. Der Auto, es bringt nichts, ich muss rein. Also auch wenn ich am Kränkeln bin, was soll ich machen?
Boah, ich will dich eigentlich nicht da reinschicken. Ja, okay, dann bereite ich alles vor. Schlafsack, Biwaksack außenrum. Geil, dass er reingeht. Ja, komplett warm. Du Man muss es kurz thematisieren. Hm. Wisst ihr, wie wenig Bock Sascha auf kaltes Wasser hatte, schon vor dem ersten Icebreaking? Er hat da wirklich keine Lust drauf und krasse Props, dass er jetzt in dem Zustand mit Schlafentzug, Essen und er ist jetzt nicht die krasseste Sportskanone, die jeden Tag trainiert und diese physische Ability mitbringt. Krass. Selbst wenn, der hat ja genau wie ich null Fettreserven. Ne? Ja. Muss halt auch noch dazu sagen. Wenn du dann frierst du halt richtig. Ja. Ne? Dann, hey, da klapperst du, wie es Biologie ist. Aber eben halt auch der Gedanke fürs Team von beiden, also beide versuchen ja jetzt extrem schnell eine Lösung zu bekommen, weil man sieht ja auch, mit jeder Minute der Wind wird immer krasser. Ne? Also, ja. Du siehst das, jetzt fliegt schon der Schnee richtig hinten rum. Oben hin, wir reißen dir die Klamotten vom Körper und dann gehst du nackt in den Schlafsack rein, richtig? Nackt. Nein, du ziehst den Anzug wieder an und gehst dann in den Schlafsack. Weil mit den nassen Klamotten an. Der Anzug wird trocken bleiben. Ihr zieht den aus. Ihr habt nur eure Unterwäsche an. Ja, okay. Boah, mit einer Boxe hochlaufen. Schaffst du das? Aber ich würde das so gerne für dich übernehmen. Warte, ich habe noch lange Unterhose und T-Shirt an, wenn ich da reinhüpfe. Ja, damit das hier trocken ist. Ja, genau. Und wegen dem starken Wind schmeißt du dir die Jacke auf jeden Fall über den Körper. Sollte die nass werden, werden wir die für dich trocken. Weißt du, das wusste ich ja alles nicht, ne? Ja. Ich dachte bis jetzt gerade, wo ich jetzt das erste Icebreaking gesehen habe, dass du mit den kompletten Klamotten wie bei dem ersten Icebreaking. So habe ich es im ersten Moment auch verstanden. Ja, mal reinspringst. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das ist tough, Mann. Mhm. Weil dann sitzt du an dem Feuer, entweder ziehst du dich komplett auf, gehst in den Schlafsack rein. Und ich habe gedacht, Alter, das ist eine harte Nummer. Das hatte ich im ersten Moment, hatte ich das auch im Kopf. Das ist brutal. Trocknen und du wirst sie wieder zurückbekommen und bekommst dann meine Jacke vor Ort. Aber das jetzt nur, weil der Wind gerade extrem zugenommen hat. Das Ding ist, wenn du reinhüpfst und ich oben versuche, Feuer zu machen. Glaubst du? Niemals. Okay, das heißt, ja, guck dir den Winter. Niemals. Gerade eben hast du aufgezogen, letzte Stunde hier zieht. Also niemals. Ja, dann hüpfe ich halt rein. Er bleibt hier, er holt sich ein paar Stöcke runter und wartet mit mir hier. Boah, scheiße, ich würde nicht sofort da reingehen, du. Ja. Aber ich glaube, das ist die einzige Variante. So. Ich bin gerade sehr sauer auf mich. Ich glaube, die sind auch. Freundschaftlich während der Zeit extrem zusammengewachsen. Auf jeden Fall, 100%. Das merkst du so richtig. Ja. Ey, das ist geisteskrank, Jungs. Das ist ehrlich geisteskrank. Also, ich finde es auch schon fast respektlos, ne? Also, du kannst dich in den Zwischengang zwischen Sauna und Umkleide dann umziehen. Wir halten ein Part davor, keiner sieht dich nackt, es wird nicht gefilmt, du hast keine Zuschauer. Weißt du was? Null Punkte gibt das große Feuer, oder? Ja. Ich spring rein. Nee, du bist am großen Feuer. Darf man beim großen Feuer auch das Heatpack? Ja. Ja, das Problem ist, er kann halt kein Feuer anmachen. Ich will eigentlich nicht, dass er da reingeht. Ich nehme das gern auf mich. Weißt du, ihn jetzt da reinzuschicken, der eh mal am Frieren ist, in das Wasser. Und es ist sausportlich, jetzt ein Feuer anzumachen. Dann ehrlich gesagt, scheiß auf die Punkte. Aber. Ja, mal gucken, ich bin gespannt, ob ich ein Feuer ankriege. Weil so wie der Wind gerade aufzieht, ist halt einfach sehr fürsorglich. Ja. Bringt das Feuer eigentlich nur was zum Angucken? Zum Trocknen keinen. Guck mal, keiner stellt sich hin jetzt zum Feuer trocknen, sondern du legst ihn im Schlafsack einfach rein. Wir können doch ohne Punkte, wir nehmen das große Feuer. Scheiß drauf. Du musst nicht da rein. Wir haben an Tag 2 keine Punkte gemacht mit der Challenge. Wir haben jedes Essenspack aufgemacht. Ich glaube, 4 Punkte würden uns nicht schaden, oder? Das Ding ist, ich bin mir sicher, dass ich Feuer anbekomme. Das ist ja einfach nur Messer an Feuerstahl und dann kommt ein Funke. Sebo lacht im Hintergrund. Der freut sich rein. Der will ja, dass Otto reingehen muss. Ja, ja. Machen wir das oder nicht? So lang wie möglich. Ja, ich bin krass sauer auf alle. Ich werde auch für die restlichen Tage nicht mit euch sprechen, aber wir machen's. Gut. Okay, ich gebe Gas oben. Dann los. Wow. Gut, ich erkläre es dir nochmal in Ruhe. Stell dich hier hin. Ab, danke. 1, 2, 3, 4, 5 Abos. Ja? Handschuhe bleiben an. Ich binde dir das Sicherungsseil um. Du springst rein, drehst dich über die linke Schulter, kommst raus, schmeißt alles hin, ich ziehe dir das Seil runter, du springst in die Stiefel, schnappst dir deine Ausrüstung und rennst direkt zum Otto. Was ist meine Ausrüstung? Jacke, so, ja, Hose und deine Stiefel. Sorry. Kein Problem. Aber ich ziehe die Stiefel an und dann habe ich nur Jacke und Hose in der Hand und die Stöcke. Okay. Okay? Okay. Gehst nochmal in Ruhe durch. Wir haben Zeit. Er braucht noch ein bisschen. Ja, darf ich schon mal die Handschuhe wechseln? Natürlich. Kannst du gerne machen. Ich fahr nach vorne und ihm, oder? Er weiß wohin, oder was? Der weiß wohin, ja. Sascha, packst das? Sobald du vorne bist, schnell die Klamotten runterreißen, den Anzug anziehen und rein in den Schlafsack. Okay? Das ist machbar. Du darfst nicht zögern.
ziehst durch. Wenn du hier stehst und die Jacke ausziehst, rein, raus und dann Gas. Mach die Arme. Hier sieht man jetzt sehr gut, wie es da scheppert, was für Wind dort ist. Glaubt mir, es sieht jetzt krass aus. Ey, es hat so gewindet, es war scheiße kalt. Also es hat um die minus 20, minus 25 Grad gehabt, es ist gefühlt wie minus 50. Es ist unangenehm. Es zieht überall rein, es ist einfach... Also die Jacke war ja super. Die Winterjacke ist brutal, aber ich meine, alleine leichte Öffnungen, das ist brutal. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man dann eine gewisse Disziplin mit den Händen hat, weil diese Extremitäten sind weit weg und Gesicht und das erfriert ratzfatz und das spürt man überhaupt nicht mehr. Das tut also nicht wie in Deutschland, dass dann erst die Finger wehtun und dass es schmerzhaft ist. Ne? Typisch das, was bei Kindern so ist, dass sie dann weinen, sondern es ist von der einen Sekunde auf die nächste taub und dann ist es dir auf einmal schon wieder egal und das ist ganz schlecht. Da bist du dann schon in diesem Level 1 auf Level 2. Genau, und dann ist es schleichend und das kann super schnell gehen, je nachdem, wie deine körperliche Konstitution ist, wie viel hast du geschlafen, wie funktioniert dein Körper, wie ist die Durchblutung, was kriegt der Körper für Signale? Mach die Arme breit und geh mit der Brust nach vorne und heb das Kinn, dass der Kopf nicht unter Wasser geht, okay? Du kriegst das hin, Sascha, du kriegst das hin. Ich bin ja krass sauer, also ja, ihr könnt... Ja klar bist du sauer, jeder war sauer, der hier war. Bei dem Wind können wir das nicht machen. Also wir brauchen ihn nicht jetzt, Alex, wir brauchen nicht hier jetzt im Wind stehen bleiben, weil dann ist er da schon unterkühlt und muss dann unterkühlt reinspringen, das geht auch nicht. Dann soll er schon ans Loch, oder? Bei dem Wind ist es unverantwortlich. Wir nehmen euch jetzt nicht raus, wir gehen zum Loch. Ihr könnt euch da windgeschützt aufbauen. Ihr könnt zu Kräften kommen. Ihr könnt vielleicht auch noch mal über eure Entscheidung sprechen. Und dann gucken wir weiter, ob der Wind abnimmt. Und ansonsten schauen wir mal, wie wir das umsetzen. Dann seid ihr halt bei null Punkten, weil ihr könnt da nichts für. Da sind die Witterungsumstände, die das sicherheitstechnisch nicht zulassen. Und dann solltet ihr nicht dafür bestraft werden. Okay. Also nimm bitte deine Stöcke. Geh zurück zum Otto ans Loch und solange, ihr dürft ja noch kein Feuer machen, weil ihr braucht euer Holz, könnt ihr euch gerne ans große Feuer setzen. Also, herhören! Ach so, okay. Aufgrund der Sicherheitslage und der weiter steigenden Winde halt mal kurz an. Haben wir ja bereits jetzt... So, das ist das, was ich meine. Man sieht das hier. Ich habe Windschutz aufgebaut. Der Wind kommt aus der Richtung von Sebo und ich habe die Öffnung von ihrem Schlafsack in die windgeschützte Richtung gemacht, habe hinter ihr die zusätzliche Isomatte aufgebaut, habe die Ski hingestellt, habe das so verwoben und so durchgeflochten mit den Skistöcken, dass die Yvonne quasi hier hinten windgeschützt liegt und habe Feuer gemacht und die Sachen drüber. Habe auch einen Durchzugskanal gebuddelt, dass das Feuer die ganze Zeit, ich nicht pusten muss, sondern dass das Feuer die ganze Zeit Wind bekommt. Aber nicht direkt ausgepustet werden kann, sondern dass der Wind, der am Feuer vorbei saust, quasi immer nur so wie so ein Kamin mitzieht. Ja, genau. Und der nächste Schritt, wäre jetzt gewesen, wenn dann halt Zeit ist, die Yvonne einzubuddeln. Das heißt, sich langsam an sie ranzugraben. Das hört sich jetzt bescheuert an. Nicht die Yvonne anzugraben, sondern langsam ranzubuddeln, dass du den Schnee wegnimmst, den beiseite schiebst und den hinten aufwirfst, dass du nochmal einen Wall bekommst und dann nochmal zusätzlichen Das hier ist das Wall einmal. Genau. Hier läuft der Kanal für die Zuluft, für das Feuer. Ja. Aber das Feuer ist trotzdem windgeschützt, falls von hier der Wind kommt, damit das Feuer nicht negativ davon beeinträchtigt wird. Genau. Und das haben alle anderen leider halt. Ich glaube, Mello hat es noch gemacht. Mhm. Alle anderen haben das leider nicht gemacht. Ja, sehr smart. Habe ich noch nie dran gedacht. Und das hätte den Hauke und das hätte Sebo bestimmt auch zugelassen, ein bisschen länger zu warten, wenn der Hauke angefangen hätte, sich selber sowas zu bauen. Jared hätte Fahrradkette. Aber ich kann mir vorstellen, und wenn jemand mal in so eine Notsituation kommt, macht erst weg von der Witterung und dann ans Feuer. Denn das Feuer macht sich konzentriert irgendwo eingemummelt viel besser an, wenn man dann auch nicht mehr so friert und alles so wehtut, weil das kann einem ja auch mal passieren, dass man alleine ist. Ne? Ja. Also das kann einem auch beim Skiurlaub passieren. Ne? Ja klar, also Logo. Gibt schon Skifahrer, die in so blöden Situationen kamen. Ich bin 3 Stunden im Treehole gehangen. Reinbuddeln, genau. Ja, also wirklich, das war kein Spaß. Reinbuddeln, uncool. Reingraben, weg von der Witterung und dann da unten zu recovern. Also erstmal weg und dann Feuer machen. Jetzt schon Sachen vorgezogen. Die Winde werden jetzt noch weiter steigen. Mit bis zu 80 km/h in der Spitze. Junge. Ah, was ein Ende. Ja. Alter, da hat's...
Da hat es das Outro weggepustet. Ja, Mann. Da war der Wind fürs Outro war zu stark. Ich hoffe, die Folge hat euch richtig Alter, brutale Folge. Wisst ihr, was das Geile ist? Dass wir diesmal nur 2 Tage warten müssen, bis die nächste kommt. Stimmt, weil es ja versetzt war. Genau. Ist ja gestern technische Probleme. Es sei denn, die fiesen Möppel schieben es jetzt auf Donnerstag. Ja, das kann auch sein. Dem traue ich alles zu. Nee, Quatsch, ja. Alles gut.